Meine Blondie tut Ihnen nicht, sie hat einen ausgesprochen scharfen Verstand. Überhaupt ist sie viel klüger als die Menschen. Jetzt machen Sie es sich erst einmal bequem. Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler, so viele können Sie unmöglich machen. Sie sind noch sehr jung. Wie alt sind Sie denn? 22, mein Führer. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, Parteigenossen. Es ist, glaube ich, etwas Seltenes, wenn ein Mann nach rund 20 Jahren vor seine alte Anhängerschaft hintreten kann und dabei in diesen 20 Jahren an seinem Programm keinerlei Änderungen vorzunehmen brauchte. Ich würde sagen, das probieren wir gleich nochmal. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel, die trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Der Grafenberger Dotter. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und ausgerechnet Himmler! Der Treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Ja, ist das denn wahnsinnig geworden? Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötschel ein. Und holen Sie mir Fegelein! Sie bleiben, Doktor, bitte. Sie und Greim müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dönitz. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen Treuebeweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim, in Kürze Tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen.